ruhig, träge schon fast, so zieht der Fluss des Lebens dahin. Für die meisten von uns jedenfalls, deren Arbeitsleben beendet ist und vielleicht schon Jahre zurückliegt. Und mit ihm schwimmen auch die Erinnerungen davon, ganz langsam. Namen von Arbeitskollegen, Orte, die wir besuchten, Geschehnisse, die wir erlebten. Sie werden blass, unscharf und drohen sich aufzulösen. Bei manchen Gelegenheiten aber, vielleicht heute beim Ansehen von alten Filmen, bei denen wir selbst in sehr weitem Sinne Mitwirkende waren, da blitzen sie wieder auf, werden lebendig und wollen uns ihre Geschichten erzählen. Geschichten, die stückweise auch die unseren sind. Schön. Erstmal war es sehr, sehr angstvoll bei mir, aber jetzt ist es einmal frei. Vor allen Dingen interessant. Kommst überall mal rum, ne? Wer hat schon mal Rio gesehen, wenn es aus der Luft ist, ne? Las Palmas, Havanna, auch alle schöne Städte. Es war ein bisschen anstrengend, so ein langer Trip da, so 24 Stunden im Flugzeug. Seit vielen Jahren zum Beruf. Seit 1974 oder 75 fliege ich auch regelmäßig. Damals war es noch Havanna. Später war es Las Palmas, dann kam Namibia zu, Angola und jetzt fliegen wir hier runter in diese Ecke Südamerika hier. Gestern noch in Berlin, heute unterwegs in den Südwestatlantik. Männer auf ihrem Weg zur Arbeit. Ihr Arbeitsplatz sind die Meere der Welt. Wir begleiten sie, eine von etwa 50 Schiffsbesatzungen der DDR-Hochseefischerei, mit Kamera und Mikrofon, um sie kennenzulernen, um zu erfahren, was sind das für Männer und wie wird man das, Hochseefischer. Mein Name ist Thomas Hellmann. Ich bin seit 1979 im Fischkombinat Rostock und fahre an Bord als Windenfahrer. Ja, ich heiße Frank Fennings, fahre 2 Jahre an Bord, bin Matrose. Ich heiße Andreas Nehm, bin Matrose in Elling im 3. Ausbildungsjahr. Wie muss für euch ein richtiger Matrose sein? Was muss er drauf haben? Er muss selbstständig und vielseitig arbeiten können und vor allem ein bisschen sportlich sein. Ja, er muss die Arschruhe weg haben und sich vor allen Dingen nicht aus der Ruhe bringen lassen, das ist das Wichtigste. Und schnell zufassen können, wenn es auch ankommt. Ja, ich meine, wenn er über eine lange Zeit auf so einem engen Lebensraum mit anderen zusammenleben muss, dann muss er sich ins Kollektiv einfügen können und sich unterordnen können. Vier Tage dampft die Rudolf Leonhard, ein Rostocker Fang- und Verarbeitungsschiff, zum Fangplatz. 1000 Seemeilen nach Süden, mehr als 200 Seemeilen von der Küste Argentiniens entfernt. Dort fangen schon Schiffsbesatzungen aus aller Welt. Und es wird in den nächsten Wochen keinen Tag geben, an dem der Horizont frei von Schiffen bleibt. Das ist einer der beiden Matrosenwachen der Rudolf Leonhard. 6 Vollmatrosen und ein Lehrling, 7 Männer der 90-köpfigen Schiffsbesatzung.
Ein ausgiebiger Urlaub liegt hinter ihnen. Vor ihnen liegen 100 Tage Fangzeit. Mitten Hausbrücke. Klar machen Sie alles jetzt hin. Klar machen Sie alles jetzt hin. Lego stehen. Lego stehen. Zum ersten Mal auf dieser Reise lassen sie das Schleppnetz ins Wasser. Der mit dem blonden Schnauzer, das ist ihr Bestmann, seit seiner Schulzeit nennen ihn alle nur Othello. Vier Kurleine, 1500 Meter in Hanna. Vier Kurleine, 1500 Meter in Hanna. Kein Ort der Einsamkeit. Während der Hochsaison sind in diesem Fanggebiet mitunter 300 Schiffe versammelt. Sowjetische und polnische, spanische und japanische. Auch 11 Schiffe aus der DDR. Nach 5 Schleppstunden der erste Hohl. Alle hoffen auf einen vollen Beutel. Egal, Simon! Simon! Was sie heute fangen, ist für viele von ihnen neu. Kalmar, eine Tintenfischart. Für Feinschmecker der ganzen Welt eine Delikatesse. Weshalb wird so weit von der Heimat entfernt gefischt? Und was macht gerade den Kalmarfang für uns so interessant? Danach fragen wir den Kapitän Fritz Surbier. Die Fischerei ist ja auch in den letzten Jahren für uns bedeutend komplizierter geworden. Das hängt damit zusammen, einmal die Ausdehnung der ökonomischen Zonen fast aller Küstenstaaten bis auf 200 Seemeilen. Und somit sind wir gezwungen, mit diesen Staaten Verträge abzuschließen, um Fischereilizenzen zu erwerben. Hier in diesem Fanggebiet, wo wir uns jetzt befinden, im Südwestatlantik, da befindet sich der Fangplatz außerhalb der 200 Seemeilen. Und hier fangen wir den Kalmar. Der Kalmar ist für uns sehr wichtig. Ein Hauptabnehmer ist hier Japan, Spanien. Für dieses Geld, das wir dort für bekommen, können wir dann zum Beispiel Allerpool in Schottland wieder Makrel bzw. Hering kaufen. Obey. Der bearbeitete Kalmar wird nun tiefgefrostet und verstaut. Über seinen Verkauf sind die Verträge mit ausländischen Abnehmern unter Dach und Fach. Ist der Ton an Bord nicht manchmal ganz schön rau? Ja, für Außenstehende vielleicht rau. Aber wenn du da drin steckst, man gibt Kommandos, die müssen sofort verständlich sein, die müssen sofort ausgeführt werden, damit man auch das Beste damit erreicht. Das muss alles schnell gehen und soll auch alles Hand und Fuß haben. Was vor allem müssen die lernen? Lehrlinge, Narkosenlehrlinge.
Matrosenlehrlinge werden hier im Allgemeinen erstmal praktisch ausgebildet. Ihre theoretische Ausbildung bekommen sie an Land. Und wenn du so willst, die kriegen die ihren letzten Schliff. Meines Erachtens nach brauchst du, einen guten Matrosen zu erziehen, so 2-3 Jahre mindestens. Du hast das England-Geschäft, in dem nur Fisch gekauft wird. Ne? Dann hast du die Kalmarfischerei, ist wieder was anderes. Dann sind wir unten in Namibia. Aber nächste Reise gehen wir hoch nach Kanada. Das ist immer wieder was Neues. Ne? Die Matrosen, die sind immer voll beschäftigt. Wirklich war voll beschäftigt. Ne? Genau so. Jawohl, jawohl, jawohl. Zieh an, richtig straff. Straff. Ja, fertig werde ich mit meinem Lehrer am 15. Juli. Meine Ausbildung hat 3 Jahre gedauert und das ist eine Ausbildung Vollmatrose der Hochseefischerei mit Abitur. Das letzte halbe Jahr der Ausbildung ist Fahrenzeit. Meine Pläne für die Zukunft. Bei der Fischerei will ich dabei bleiben und später ein Studium aufnehmen an der Ingenieurhochschule Warnemünde-Wurstrow. Begegnung auf hoher See. 6000 Seemeilen von zu Hause entfernt treffen sich DDR-Schiffe. Keine Seltenheit und schon lange kein Zufall. Seitdem die DDR-Hochseefischerei zur Fernfischerei übergegangen ist, bleiben die Schiffe 2 Jahre auf See. Und sie versorgen sich gegenseitig mit allem, was zum Leben und für die Arbeit nötig ist, zum Beispiel mit Frischgemüse und Obst, diesmal aus Montevideo, Fangzubehör und Diesel. Dazu kommt die Übergabe der Ladung. Auch der Besatzungsaustausch zwischen 2 Schiffen auf hoher See gehört zum Alltag des Hochseefischers. Der 16. Seetag. Es geht nicht mehr ausreichend Kalmar ins Netz. Der Kapitän befiehlt Positionswechsel. Zeit der Überfahrt, Zeit auch für Dinge, zu denen man sonst kaum kommt. Eigentlich haben wir es so ähnlich immer erlebt. Während die eine Hälfte der Besatzung arbeitet, in den Produktionsräumen und auf dem Arbeitsdeck, auf der Brücke und im Maschinenraum hat die andere Hälfte Freiwache. In der Mannschaftsmesse gibt's täglich Video- und Filmvorführungen und wer gern liest, die Bücherschränke hier sind voll. Ein Wort noch zur Verpflegung. Als wir das Schiff nach einigen Wochen wieder verlassen, haben Kameramann und Tonmeister einige Kilo zugenommen. Arbeit gab's genug, aber gut zu essen noch mehr. Ja, die Jungs, die arbeiten schwer. Bei 12 Stunden Arbeitszeit muss ein hartes Essen auf den Tisch kommen. Ist die Küche gut, ist auch die Stimmung gut. Das widerspiegelt nun mal ein gutes Kollektiv in der Kombüse wieder. Diese Arbeit mache ich seit April 1985. Ja, ein Jahr bin ich jetzt hier. Tja, das ist interessant. Man kommt ein bisschen rum. Ja, und die Arbeit direkt an Bord. Doch, es macht mir Spaß. Bin eben gern mit Leuten zusammen. Und vor allen Dingen erlebt man eben was. Da
Das Hirn des Schiffes, die Brücke. Hier wird nicht nur über eine reibungslose Fahrt entschieden, sondern auch über Erfolgsaussichten für einen guten Fang. Moderne Fischortungsgeräte helfen dabei. Vom ersten NO, dem ersten nautischen Offizier, der Leonard, wollen wir wissen, ob es für Vollmatrosen auch möglich ist, nautischer Offizier zu werden. Ja, die Ausbildungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die eine Möglichkeit wäre die, dass der Matrose nach der Ableistung seines Ehrendienstes zur Ingenieurschule für Seefahrt geht, dort ein Direktstudium absolviert, 4 Jahre oder 4,5 Jahre, und dann als nautischer Offizier zurück zur Flotte kommt. Eine andere Möglichkeit besteht, sich an Deck zu qualifizieren, als Netzmacher, als Bestmann. Oder Matrosen können ja auch ein Lebensmittelingenieurstudium aufnehmen in Tippoldiswalde und dann eventuell als leitender Offizier für Produktion in die Flotte zurückkehren. Wie wird man Kapitän? Ich habe angefangen 1953 als Lehrling, habe bis 1955 gelernt, dann als Matrose, Netzmacher und Bestmann gefahren und habe dann die Seefahrtschule Hustrow besucht. Ne? Ab 69 bis 71 war ich dann normal zur Seefahrtschule, habe dann das B6 gemacht und fahre durchgehend seit 1972 als Kapitän auf verschiedenen Schiffstypen unseres Betriebes. Ne? Normalerweise kann jeder Matrose, möchte ich sagen, in unserem Staat das Patent erwerben. Da braucht sich nur ein bisschen Mühe geben. Lernergebnis muss natürlich etwas da sein. Ne? Am Ende dieses Fangtages werden wir erleben, was viele an Bord noch nicht gesehen haben. Das Lichtangeln. Darauf bereiten die Matrosen das Schiff vor. Zuerst wird der Treibanker ins Wasser gelassen, ein riesiger Fallschirm, mehr als 1000 Quadratmeter groß. Vor dem Bug des Schiffes wird er sich unter Wasser öffnen, 40 Meter weit, und das Schiff ruhig halten. Danach werden die Stützsegel geheißt. Lichtangeln, eine Fangart, die die am Tage betriebene Schleppnetzfischerei ergänzt. Mit automatischen Winden, die Angelschnüre besetzt mit viel zahnigen Haken, den Jiggern, wird der Kalmar nach Sonnenuntergang in geringer Tiefe gefangen. Es ist Juni. Zu Hause wird es Sommer, hier im Südwestatlantik beginnt der Winter. Thank you.
Drei Tage später trifft unser Schiff die Junge Garde, das Flaggschiff der DDR-Flotte im Südwestatlantik. Fünfter Backbord! Fünfter Backbord! Recht so! Wir haben den Eindruck, jeder kennt jeden der 5000 Hochseefischer der DDR. Und sie treffen sich auf allen Meeren. Natürlich auch in Rostock. Man kennt sich, es werden Grüße getauscht. Und die Junge Garde nimmt Post mit nach Norden in Richtung Heimat. Die Karl-Marx-Saison ist so gut wie abgeschlossen für dieses Jahr. Die Fahrzeuge, es waren ja noch Z-Trawler von uns hier, 8 Z-Trawler. Mit dem TVS Junge Garde. Die nehmen bereits einen Wechsel vor. Die gehen hoch, das ist südwestlich von Island. Reykjanesrücken nennt sich der Fangplatz, um hier auf Rotbarsch zu fischen. Die Junge Garde selbst wird erst am 10.06. jetzt in Las Palmas einlaufen, dort den Besatzungsaustausch durchführen und dann weiterhin zum Reykjanesrücken hochgehen. Und unser Schiff, wir werden hier nach Abwicklung der Geschäfte, die wir hier noch zu erledigen haben, einen Fangplatzwechsel vornehmen und werden dann nach Namibia rüberdampfen, um dort dann auf Seehecht bzw. Schildmakrele zu arbeiten. Kommst du voraus! Geburtstagsfeier. Gelegenheit zu erfahren, was sie an diesem Beruf reizt. Wollte ich mal die große, weite Welt sehen, habe ich mich bei Fischfang beworben. Wurde auch gleich angenommen und nun bin ich hier. Verdiene viel Geld, muss ich dazu sagen. Ich bin noch jung und ich wollte was erleben. Man kann ja was erleben, man hat nicht den gleichen Trott. Jeder Tag ist anders. Abgesehen von der Fliegerei über viele Länder. Denken wir an die letzte Reise und den Heimflug, Las Palmas, Rio, bis nach Montevideo. Die Heimkehr ist für mich immer wieder das Beste dabei. Man freut sich auf Frau, auf die Familie und jedes Mal ist die Liebe neu, auch wenn man schon so lange verheiratet ist. Und das Gefühl kann man für, oder kann jemand, der an Land arbeitet, überhaupt nicht aufbringen. Wir haben, wenn du jetzt so See fährst, eigentlich mehr Zeit für die Familie zur Verfügung als normale Arbeiter, der an Land arbeitet. Ich habe zum Beispiel über 30 Tage Grundurlaub. Und dazu kommen die Sonntage und Sonnabende auf See und so weiter und so fort. Da kommt doch eine relativ lange Zeit zusammen. Ne? Und in der Zeit, da kann man eigentlich viel mit der Familie unternehmen. Jetzt nach dieser Reise zum Beispiel, da fahre ich erstmal in Urlaub, ne? Nach Polen. Das ist eigentlich ein schöner Urlaubsplatz, auch ein Betriebsurlaubsplatz und ich freue mich eigentlich auch drauf. Ja, warum muss es wieder im Wasser sein? Die Kinder, die wollen ans Wasser fahren, die freuen sich drauf, die toben das richtig. So, und mir gefällt das eigentlich, das Wasser. Vor den Hochseefischern liegen noch 60 Tage Arbeit und Erlebnis. Otello und seine Matrosen werden nach Südgeorgien dampfen, der Insel der Königspinguine und Seeelefanten und dort Eisfisch fangen. Sie werden die unendliche Eisbarriere der Antarktis berühren und wenig später in den Tropen von Namibia dem Seehecht nachstellen. 4 Kontinente in 100 Tagen. Wir nehmen Abschied. Andreas wird noch während dieser Reise Vollmatrose. Wie findet er die Hochseefische? Ja, natürlich. Ich hab viele kennengelernt hier an Bord. Zum Beispiel sämtliche nautische Offiziere, die haben was drauf, die haben Fachkenntnis. Das sind Matrosen und selbst die Matrosen, die hinten an Deck arbeiten, unsere ganze Wache. Da steht jeder seinen Mann. Das sind alles ganze Kerle.